Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar baue ich mir jetzt ein Köpfchen und dann dachte ich mir, ich mache mal ein kurzes Video. Und zwar geht es heute um den Tangiers Kashmir Guayaba, also Kashmir Guave. An dieser Stelle liebe Grüße an dich, Hakan. Danke nochmal für den Tabak. So, Tangiers rauche ich ja nur noch in den abgeflachten Bachatonkopf, den ich selber abgeflacht habe. Moment. So, genau. Es haben mich ja ein paar Leute gefragt, wie ich das gemacht habe. Also bei dem Tonkopfköpfe sind ja hier so Einkerbungen, also zwei Reihen. Und die erste Reihe habe ich komplett abgeschliffen mit dem Dremel. Mit so einem Dremel-Aufsatz. Ne, mit so einem Schleifaufsatz auf dem Dremel, genau so rum. Und dann habe ich ein feines Schleifpapier auf den Tisch gepackt, feucht gemacht. Und dann die ganze Zeit so hin und her gerieben, bis dann diese glatte Oberfläche kam. Genau. So funktioniert es dann. Also es ist ganz einfach zu machen, wenn man die zwei ein Dremel hat und ein Schleifpapier. Also ich kann es echt empfehlen, mit diesem so abgeflachten Tonkopf zu rauchen. Ich rauche nur noch so Tangiers. Es sieht irgendwie dunkel aus. Scheiße. Naja. So. Sieb. Wollt ihr sehen, wie viel Gramm da reinpasst? Genau. So. So, Waage ist auf 0. Zur Seite. So. Immer wenn ich im Weg bin, wird es dunkler. Ich packe das erstmal voll und dann zeige ich euch das gleich. So. 11 Gramm, perfekte Menge, und damit rauche ich 1 Stunde 40 Minuten ungefähr, reicht vollkommen aus. So. Fast gar nichts mehr, aber ich mache das jetzt hier mal kurz gerade, dann zeige ich das gleich. So, dann einfach den Tabak hier so im Kopf schön verteilen, schön gerade machen. Wer kein Nikotin ab kann, drückt den Tabak an. Ich drück den jetzt nur ganz leicht an. So. So sieht es aus. Tabak ist schwarz. Kopf ist echt schwarz von Tangiers. Ja, man sieht leider nicht so viel. Auf jeden Fall so, könnt ihr sehen, leicht Overpacking, etwas über den Rand, hier Erics Bart mit drin. So, schon 5 Minuten. So, eine Lage Panzeralu.
draufpacken, bisschen gerade machen. So, und dann erstmal, also erstmal leicht spannen. Und gleich wird nochmal gespannt. Dann, ich habe schon 3 Emmy Gold Kohlen auf den Herd gepackt. Sind schon gleich fertig, denke ich immer. So. So sieht's aus. Bis gleich, Leute. Leute, Kohlen sind schon etwas länger durch. Macht nichts. So. Wie gesagt, das sind Emmy Goldkohlen. So. Setup ist El Nefis Pasha. Benja Aluminium Mundstück, abgeflachter Batscher Tonkopf mit 3 Emmy Gold. Im Kopf ist Tangiers Kashmir Guave. So. Ich mache mir einen Cut. Dreh die Kamera und dann sage ich noch was zum Tabak. Bis gleich, Leute. So, Leute, da bin ich wieder. So sieht der Schnitt aus. Fein, feucht, schwarz, braun. Tangier ist typisch. Kommen wir mal zum Geruch. Also man riecht direkt diese Kaschmirnote, diese würzigen Sachen halt. Und dann riecht man was Süßes, was Saures, was leicht Herbes. Also ich bin der Meinung, dass das jetzt nicht so diese typische Guave-Note hat, wie zum Beispiel jetzt von Alfaja oder von Mizo. Riecht ganz anders, finde ich. Riecht auf jeden Fall sehr lecker. Rauchbombe, wir sehen. Wie ihr seht. Raucht echt phänomenal. Kommen wir mal zum Geschmack. Das gleiche, was man was im Geruch ist, ist auch in dem Geschmack. Also wenn man zieht, schmeckt man direkt diese Kaschmirnote. So eine leichte Süße, eine säuerliche Note. Und diese herbe Note ist eigentlich gar nicht da. Wenn, dann ist die nur minimal ab und zu mal da. Genau. Schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Genau, was ich ja vorhin gesagt habe im Geruch, dass der nicht so riecht wie der Mizo Guave oder von Alfaja Guave. Ich hatte mal Kashmir pur.
mit Mizo Guave gemischt. 50-50. Und das hat echt phänomenal lecker geschmeckt. Viel, viel besser als das. Und so sollte eigentlich dieser Kaschmir Guave schmecken. Wobei der jetzt hier auch sehr gut schmeckt, aber die andere, dieser selbstgemischte, den fand ich viel besser. So Leute, ich empfehle den Tabak auf jeden Fall weiter. Schmeckt phänomenal. Klare Kaufempfehlung. Wenn ihr den bekommen könnt, ihr bezahlt keine Wucherpreise, Leute. 40, 50 Euro, das ist echt voll übertrieben. 30, 35 Euro ist noch angenehm, aber alles, was da drüber ist, ist echt eine absolute Abzocke, finde ich. Genau. Das wäre es gewesen. Ich rauche jetzt mein Käppchen jetzt genüsslich weiter hier auf dem Balkon. Ist angenehm kühl. Ich denke, ich habe alles gesagt. Setup habt ihr ja vorhin schon gesehen. Bis die Tage, Leute. Und nicht vergessen, immer schön lecker bleiben.